Guten Morgen, Leute. Ich bin ziemlich früh aufgestanden. Ich trinke noch hier meinen Kaffee und habe jetzt gerade auch das Video von gestern geschnitten. Jetzt muss es gerade vorbereiten, dauert ein paar Minuten, aber ich werde jetzt auch mit euch mal rausgehen. Ich möchte dann noch mit euch zu einem Watt gehen und mal gucken, wie der wird, denn ich habe keinen Plan, wie der ist. Alter, es ist verdammt kühl, also es ist verdammt, eigentlich verdammt warm, aber auf dieser Reise habe ich Thailand noch nie so kühl erlebt. Es ist früh, die Sonne ist gerade erst aufgegangen. Ja. Ich glaube, ich muss da lang. Ja, soweit ich weiß, muss ich noch ein ziemliches Stück weiter hier laufen, aber einfach nur geradeaus, die Straße lang. Ich genieße den thailändischen Morgen. Hier ist wieder so ein schicker Bus. Die Dinger sind klasse. Guckt euch die Sonne an. Ich zoome mal ran. Das ist unglaublich. Verdammt geil. Oh, schön. Gefällt mir ja schon mal. Naja, auch ein Fußballplatz. Ja, nee, ich feiere das hier gerade irgendwie. Sieht cool aus. Vereinzelt sieht man hier Menschen langlaufen. Die werden sich in einem Objekt treffen. Die werden dann zusammen dort frühstücken. Das ist so was Ähnliches wie die christliche Morgenandacht. Da ist sozusagen die Gemeinschaft zusammen Frühstück und in Gemeinschaft mit den Mönchen, die da halt wohnen. Genau. Ja, hier hat man eine gute Aussicht auf den Fluss. Und leider liegt auch hier viel Müll rum. Das ist traurig. Ja, das war auf jeden Fall mal ganz interessant. Also ich habe mich kurz mit einem kleinen Jungen unterhalten und der hat ganz genau verstanden, ne, dass ich nicht so gut Thai spreche. Aber der hat mit mir die ganze Zeit gesprochen, hat gesprochen wie ein Wasserfall und das war einfach lustig. Habe ich noch ein Stückchen weit begleitet, hat mir erklärt, wo die nächsten Wat sind und ja, das ist ganz cool. Ja, hier ist dieses andere Wat, ey. Geil. Interesting. Da wird schon das Gebet gesprochen. Eine unbeschreiblich interessante Welt. So, jetzt bin ich hier im dritten Wat in diesem Gebiet. Aber hier scheint nicht wirklich viel zu sein, außer Bauarbeiten und da kommt man irgendwie noch nicht rein. Naja. Aber die Bäume sehen hübsch aus. Nun gehe ich mal wieder zurück. Ich befinde mich hier im Robinson Lifestyle Center. Hier wird der westliche Lifestyle verkauft und gekauft. Hier mitten in der Walachei. An der Autobahn, wo links und rechts nur Ödland ist. Und hier, bam,
Wie geil ist das denn? Ich muss sagen, sieht so aus wie in einem Flughafen. Ja, erkenne ich keinen Unterschied. Also da kann der Backshop in Edeka einpacken. Es gibt nichts Schöneres. Die Kokosnüsse werde ich vermissen. Jetzt bin ich wieder an diesem Restaurant, wo ich vor ein paar Tagen schon mal war. Das ist nicht gerne Pferderestaurant, weil hier überall so Pferdestatuen sind. Da und da und woanders auch. Geil. Zwei Gerichte mit Katze. Nee, scheint wohl ein Übersetzungsfehler zu sein. Hoffe ich einfach mal, dass das wirklich ein Übersetzungsfehler ist. Mulm. Ja, übrigens, Cringe-Modus aktiviert. Und so kriegt das Restaurant die ganzen Fische her. Kappa. Ja. Das war's mit meiner Thailand-Reise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gerade ehrlich gesagt ein bisschen Bauchgrummeln. Also morgen geht es wieder nach Deutschland. Ich werde ein bisschen Thailand vermissen. Aber dann sehe ich euch wieder. Also, gebt ein Like und abonniert meinen Kanal. Und ja, lasst es euch gut gehen. Euer Tim Dom.